Ja, ihr Schlawiner. Das neue Event steht an, wahrscheinlich das 1. April-Event. Oder ja, doch, 1. April-Event. Wir fahren mit Galeonen, mit Schlachtschiffen, allerdings aus der Vorzeit. Ja, 1. April-Event. Ich habe auch schon den Tech-Tree gesehen. Den kann man natürlich getrost vergessen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass der morgen verschwinden oder übermorgen verschwinden wird. Heute haben wir den 31. Am 1. werde ich das Video wohl hochgeladen haben, also morgen. Und uplala. Man kann mit diesen Schiffen nichts machen. Yo, thanks, man. Man kann mit diesen Schiffen nichts machen. Sie fahren selbstständig. Man kann nur schießen, also nach links oder nach rechts. Kann man halt steuern und dementsprechend die Breitseite dann feuern. Die Kanonen sind nicht großartig einzustellen. Und ich find's aber super witzig. Ehrlich gesagt, wäre schon geil. Vielleicht sollten sie ein anderes Spiel machen, wo man halt, ich sag mal, so mit solchen Schiffen unterwegs ist. Und es wurde angekündigt, dass jetzt der. Nee, schieß mal. Wird natürlich nichts treffen. Die Reichweite ist nicht hoch genug. Die hatten ja angekündigt, dass jetzt der neue Marine, endlich der Marinebaum da ist. Wo ich mir denke, ich kann mir kaum vorstellen, dass der Marinebaum noch vor den japanischen Panzern kommt. Also kann man mal stark davon ausgehen, dass es ein April-Scherz ist. Aber auf jeden Fall ist dieses Event super witzig. So. Zack. Man sieht ja auch, wo die Kugeln alle landen. Muss schon ziemlich nah ranfahren. Ich hatte eben gerade einen Einzelkampf gehabt mit einem Typen. Das ist ja irgendwie logisch, sonst hätte ich ja keinen Einzelkampf. Oh, jetzt werden wir jetzt alle hier ein bisschen verheddern. Und ich habe ihn nicht versenkt, er hat mich auch nicht versenkt. Es war halt einfach so witzig. So. Offensichtlich sind die ganzen. Man würde jetzt sagen, du dämlicher Spaß, was bist du für eine Drecksau? Aber hier ist es einfach so, ich glaube, die Leute sind einfach nicht geübt darin, mit diesen Schiffen unterwegs zu sein. Und so quetschen wir uns hier ein bisschen rum. Ich kann nicht feuern, weil er mir hier die Sicht versperrt. Das ist natürlich eine großartige Sache. Ich meine, feuern könnte ich schon, glaube ich. Oh, da kommt aber ziemlich nah. Ich habe einen Treffer, erlangt ins Segel. Man muss ja eigentlich nur drehen. Wenn man dreht, kann man natürlich die andere Seite feuern, ist klar. Ich habe einen kleinen Treffer erhalten. Ich erobere die Zone A. Ich habe gecapped. Gar nicht mal absichtlich. So, darauf achten, dass man hier irgendwie noch. Tio! Und wieder ein kleiner Treffer. Also in der Runde davor hatte ich 19 Treffer. Ich wollte gerade sagen, lebt der noch? Ja. Der lebt noch. Ich weiß nicht, ob hier je einer ein Schiff versenkt hat. Ich weiß nicht, ob man die versenken kann. Bisher war ich ja nur einmal drin, hab noch nicht. Doch, da hat einer Lepra versenkt. Alles klar. So, man muss natürlich den Wellengang hier beachten. Und wenn man natürlich sich dreht, dann dreht sich dementsprechend alles mit. Nichts. Doch. Oh, das war ein guter Treffer. Abschusshilfe. Man kriegt hier keine Punkte oder irgendwelche anderen Belohnungen. Es ist einfach nur reiner Spaß hier. So, ich finde das echt zu geil. Das ist richtig witzig so. Oh. Ach, kann man sogar reingucken hier? Guckt euch das an. Ah ja, vielleicht soll jemand schießen. So. Den könnte man ja treffen. Aber nicht, wenn gerade die Wellen dafür sorgen, dass die Kanonen nach unten zeigen. So, neben mir kommen ein paar mehr hier. Jetzt wieder so eine Geschichte, ziemlich nah dran, der Kollege. Und ich habe wieder Wellen. Ah, da kriegt man erstmal mit, wie schwierig das gewesen sein muss, früher irgendwie vernünftig zu treffen, ne? Okay, aber war ein Treffer drin. Einfach umkreisen den Kollegen. Wird sehr wendig, diese Golden Hind. Hint oder Hind? Hint. Zu sehen, dass ich hier nochmal feuern kann. Er ist ja auch sehr, sehr nah. Muss zu sehen, dass halt viele Kanonen auf ihn zeigen. Ist das jetzt ein Fahrwasser hier oder? Das war kein Treffer. So viel ist schon mal sicher, das war kein Treffer. Der ist schnell. Eben gerade war noch 180 Meter vor mir. Jetzt ist er schon 260 vor mir. Aber ich muss sagen, ich find's geil. Hier kommt so irgendwie so Piratenfeeling auf. Ein richtig geiles Piratenfeeling.
Wieder kein Treffer. Jeez. Es gibt auch nur eine Karte hier, offensichtlich, und zwar Lost Jaws. Ich will gleich mal gucken, ob wirklich bei den Briten soll angeblich ein Technologiebaum sein. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Okay, ich habe einen kleinen Treffer abbekommen. Hab ihn aber nichts getan. Ihm! Hab ihn nichts getan! Und das wird wieder so ein Einzelkampf hier. Ich habe mir schon überlegt, also ich habe gestern habe ich so drüber nachgedacht, was werden sie dieses Jahr wieder reinwerfen? Was hatten wir bisher? Wir hatten Gaijinzilla oder irgendwie so, oder Gaijinzilla oder irgendwie so, dann hatten wir fliegende Ponys, die mit Regenbogen Laser hatten oder irgendwie sowas. Dann hatten wir zweimal diese Star Wars Walker, diese ST-1 Teile. Aber was hatten wir noch nicht? Genau, Piratenschiffe. Hier waren Treffer drin, immerhin. Er hat nicht getroffen, er muss diesen Wellengang, wirklich, das ist interessant. Ich weiß auch nicht, wo die Wellen teilweise herkommen, ob sie von den anderen Schiffen kommen. Oder ob sie einfach so kommen, wahrscheinlich ist das einfach nur die raue See hier. Kein Treffer, mehr oder weniger vom Bug geschossen. Oh, er hat mich nicht getroffen. Das wird witzig hier, das wird witzig. Ich würde ihn wirklich gern versenken, aber die Schiffe halten noch einiges aus. Das ist natürlich auch so gedacht, weil man eh nur einen Wiedereinstieg hat. Also keinen, man kann nur einmal rein. Oh ja, oh, das ist gut. Jetzt versucht er natürlich näher zu kommen. Also wie gesagt, das sind gepanzerte Schiffe. Also werden so Startplatten im unteren Bereich haben. Ein bisschen knifflig, weil ich jetzt so schnell drehen muss hier. Würde aber schon gern mal irgendwie vernünftig zielen hier. Okay, das sah ein bisschen besser aus. Das sah ein bisschen besser aus. Jetzt wird er gleich wieder feuern können. Ich hoffe, dass ich ihn versenke. Ich würde gern mal einen versenken. Oh, 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 jetzt kommen noch andere dazu. Irgendwie haben wir nicht mehr allzu viele Leute hier an Bord. Oder in der Flotte, sag ich mal so. Bodeneinheit zerstören! Mein erster Kill! So, und in 250 Jahren wird er gefunden und dann sagen sie, guck mal hier. Historisch. So, oh, komm, fahr raus dort. Ist hier noch einer hinter mir? Doch! Direkt neben mir. Ich muss zusehen, dass ich hier feuere. Okay, Treffer ist drin. Ich bin, sag ich mal, mittelschwer beschädigt. Und man muss natürlich zusehen, immer in Bewegung bleiben. So wie es aussieht, versuchen sie einen jetzt einzukreisen. Abschusshilfe. Okay. Nehme ich. So. Jetzt hier ein tschechischer Seefahrer. Ein tschechischer Pirat. Das ging natürlich voll daneben. Also man muss schon ziemlich nah ranfahren. Das hat natürlich... Ist wie früher. Wo du echt so, wie man es aus den Filmen kennt, wo die Schiffe wirklich mit nur einem Meter Abstand nebeneinander gefahren sind und dann aufeinander gefeuert haben. Ich schätze, man muss einfach höher zielen, offensichtlich, um zu treffen. Aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass als einfach, man ist das nicht gewohnt hier. Oh shit. Kommt schon wieder der nächste hier. Okay, ich bin schwer getroffen. Das sieht scheiße aus. Der ist ja direkt in meinem Gesicht. Ladet nach, oh mein Gott. Viel war es nicht. Ich versuche den mal irgendwie zu rammen. Ey. Wahrscheinlich muss ich den rammen irgendwie. Abgesoffen. Abgesoffen. Nee. Wer ist denn hier noch unterwegs? Eigentlich nur Andy, oder? Tuzak.
Ja, ich glaube, er ist der Einzige hier. Ist der letzte Mohikaner hier sozusagen. Der letzte Pirat. Blackbird. Ah, schade. Auf jeden Fall echt eine witzige Sache. Mal gucken, was noch so ansteht. Ich mache vielleicht noch ein Video davon. Hier war es jetzt erstmal gewesen. Danke fürs Zuschauen. Oh, ich bin Platz 2. Ich muss ja mal kurz reingucken. Mit einem Körper 2. Aber gut, 2 Abschusshilfen, ist klar. Gut, viele Punkte kriegt man hier nicht, aber ist echt süß gemacht. Wirklich süß. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, würde mir helfen. Und euch tut es nicht weh. Und andersrum. Ja, beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.